Ja, Leute, herzlich willkommen bei 78 Television. Heute geht es mal um Geldbörsen, besser gesagt um Wallets. Ja, ich hasse es, dicke Geldbörsen zu haben. Ich habe bis jetzt immer dicke Geldbörsen gehabt. Auf Reisen hat mich das einfach immer genervt. Ja, so hat meine Geldbörse bis jetzt ausgeschaut. Das war damals so ein BMW-Portemonnaie. Also ich finde das einfach viel zu dick. Und heute stelle ich euch meine neue Geldbörse vor. Ich habe lange gesucht, um was Passendes zu finden, so klein wie möglich, aber trotzdem so viel Stauplatz wie möglich. Und wenn ihr das sehen wollt, dann bleibt es dran. Alles Weitere dazu nach dem Intro. Ja Leute, um das geht es hier heute. Um den Wallet von CNAP, von Slimpuro, ich hoffe, man spricht das richtig aus, CNAP. Den werde ich euch heute hier vorstellen. Es ist ein Kartenhalter mit Geldfach, ja, und mit Münzfach. Genauso was habe ich lange gesucht und den schauen wir uns jetzt mal im Detail aus. Wir unboxen das Ganze, das ist gerade vor 10 Minuten geliefert worden. Das Ganze, das schauen wir uns jetzt mal miteinander an, was alles drinnen ist. Und dann werde ich euch noch ein bisschen was dazu sagen. So, ich habe jetzt schon mal die Tastatur weggeräumt, damit ihr das besser seht. Ihr seht also jetzt hier schon, spiegelt jetzt ein bisschen durch die Softbox. Aber ihr könnt es jetzt hier schon sehen. Das, so wird euch die geliefert, diese Wallet. Machen wir mal hier auf das Ganze. Also das ist ja alles so eine schön hochwertige Geschenkverpackung. Ich habe hier die Kork-Leder-Version gewählt in Rot. Ich mag es immer ein bisschen individuell, immer ein bisschen ausgefallen. Es gibt es in verschiedensten Farben. Ich tue euch das ganze Wallet für den Fall, dass jemand interessiert oder dass jemand auch sowas will, unter dem Video natürlich verlinken. Somit könnt ihr das kaufen. Ja, es gibt verschiedene Farben, es gibt Carbon, es gibt Grau, es gibt was weiß ich. Es gibt sogar diese Aussparung für ein AirTag von Apple, wer also sowas will und seine Geldbörse oft verlegt. Der kann sich hier dann so ein Apple AirTag reinmachen. Das habe ich nicht gemacht, will ich nicht. Mir reicht es so, wie es ist. So, jetzt nehmen wir das mal heraus. Sieht man also nicht deutlich, das ist eine schöne Geschenkverpackung. Da ein bisschen so samtig, wie es halt so ist, kann man also auch wunderschön verschenken. Diese nehmen wir, legen wir jetzt einmal weg. So, ich habe es jetzt einmal entnommen aus der Verpackung. Jetzt schauen wir uns erst einmal an, was alles dabei ist. Also ihr habt gesehen, die Verpackung, die war leer. Das war alles. Da sieht man also erst einmal hier den Wallet selbst. Es gibt ja verschiedene von diesen Wallets. Es gibt einen ganz berühmten Hersteller, der heißt iClip. Was mir bei iClip mir jetzt besonders nicht so gefallen hat, in dieser Preisklasse, wo der ist, ist diese Umrandung hier aus Kunststoff. Das wollte ich nicht, weil ich einfach Angst habe, dass man bricht. Ich will natürlich die Firma nicht schlecht machen, Gottes Willen, das ist meine persönliche Meinung. Hier ist es aus hochwertigem Flugzeugaluminium, das da vorne aus Leder. Jetzt schauen wir uns das mal an, wir packen das jetzt einmal aus. Ich nehme jetzt einmal hier diese Banderole ab. So, dann kann man hier schon sehen, das ist das Ganze. Nehmen wir das auch noch raus. Das hier ist eine sogenannte Gebrauchsanweisung. Könnt ihr euch dann alles anschauen. Braucht man jetzt erst einmal nicht. Dann geht es hier weiter. Da haben jetzt schon mal zwei Karten drin. Ja, das sind einmal die RFID-Schild. Das heißt, wenn quasi jemand mit dem Scanner an eure Hosentasche geht, könnt ihr eure Daten von euren Karten, Kreditkarten oder EC-Karten scannen und dann Geld bzw. Umfug treiben damit. Dieses Schild, wo hier dabei ist, kommt dann später mal über die Karten drüber und dann ist das Ganze sicher. Haben aber mittlerweile die meisten Geldbeutel. Diese Karte kostet aber in der Regel zwischen 5 und 10 Euro. Bei anderen Herstellern muss man die dazu kaufen. Hier ist sie mit dabei. Schon mal ein Pluspunkt für die Firma Slimpuro. So, dann ist hier nochmal ein ganz kleines, ja, so ein Dankeschön-Schreiben mit dabei, dass man sich halt für die Firma Slimpuro entschieden hat. Kann man dann mal das lesen. Ist jetzt erst einmal für uns uninteressant. Legen wir jetzt auch einmal zur Seite. Jetzt geht es einmal hier direkt zum Wallet selbst. Da ist hier seitlich, wie man sehen kann, recht schön ein Druckknopf, wo man dann quasi das Geldfach öffnen kann. Bevor wir das aber aufmachen, schauen wir mal hier, was das hier ist. Das hier ist tatsächlich ein Geldfach. Das kann man hier so rausschieben. Ja. Und da ist hier, wenn man, ich hoffe, ihr seht das schön, so eine samtige Oberfläche. Ich bewege es ein bisschen, dass man das vielleicht sieht. Hier kann man tatsächlich dann in dieser kleinen Börse, ich habe hier meinen Zugspitztaler, so ein Mitbringsel, was ich mal auf der Zugspitze rauslassen habe. Ja, wenn man sich das mal anschaut, kann man hier reintun, da hat man einmal ein bisschen Glockgeld dabei und dann hier auch nochmal ein Euro. Ja, schaut dann so aus das Ganze, braucht allerdings den Platz von zwei EC-Karten. Ich habe hier die Version für 12 Karten genommen.
Da, glaube ich, reduziert sich dann der Platz auf 8 Karten. Da gibt es eine Version mit 6. Da reduziert es sich dann, glaube ich, auf 4. Also ich brauche viele Karten, deswegen habe ich die größte Version genommen. Gibt es in 2 Versionen, ich glaube, einmal für 6 und einmal für 12. Aber damit ich euch da keinen Schmarrn nicht verzehre, schaue ich jetzt einmal mal kurz nach. Ich habe einen PC hier. Richtig, einmal für 8 Karten und einmal für 12 Karten gibt es diesen Wallet. Also wie gesagt, einmal für 8 und für 12 Karten. Hier befindet sich ein Druckknopf seitlich. Das Ganze, das ist aus lackiertem Aluminium, also sehr hochwertig. Ja, den Druckknopf, wenn man öffnet, hier, dann sieht man hier, kann man hier Geldscheine im Ganzen reinmachen. Ja. Schaut euch das einmal an. Das Ganze schaut sehr hochwertig aus. Zur Haltbarkeit kann ich noch nichts sagen. Aber erfahrungsgemäß von anderen User und von Rezessionen kann man sagen, dass diese Geld- bzw. dieser Wallet sehr, sehr haltbar sein soll. Macht man jetzt hier auch von den Nähte her einen sehr, sehr hochwertigen, angenehmen Eindruck. Das Korkleder habe ich so davor noch nicht gekannt. Korkleder. Und wie gesagt, ich wollte es halt einfach in Rot. Wir nehmen jetzt einmal trotzdem ein paar Geldscheine her. So, jetzt habe ich hier mal ein bisschen Geld. 25 Euro. Das nehmen wir jetzt einmal hier hin. Das Ganze würde ich natürlich ungefaltet reinnehmen. Ich lege jetzt einmal die 2 Scheine da rein und schauen wir mal, wie das funktioniert. Ja, also das funktioniert recht gut. Wenn man sich das anschaut, da liegen jetzt 25 Euro drin. Es geht auch bis 200 Euro Scheine. Und wenn ich dann jetzt hier trotzdem das Ganze wieder schließe, trägt es fast überhaupt, also bei der Geldmenge trägt es jetzt überhaupt nicht auf. Wenn man natürlich dann 5, 6 Geldscheine drin hat, dann kann das schon sein, dass das ein paar Millimeter aufsteht. Ja, aber so wirklich bei der Größe, und ich habe wirklich sehr kleine Hände, ist, ja, sieht man also deutlich, ist das nicht auffallend. Ja, also wie gesagt, da sind jetzt 25 Euro drin. Jetzt hole ich mal ein paar EC- bzw. Kreditkarten her. So, jetzt habe ich hier mal ein paar Kreditkarten. Ihr seht es natürlich, ich habe es natürlich abgeklebt. Muss natürlich nicht jeder gleich meine ganzen Daten haben. Ich habe insgesamt 8 Kreditkarten. Man hat da sehr viele Karten, die wo man dann eigentlich gar nicht braucht, die lasse ich alle weg. Die stecke ich jetzt einmal ins Wallet rein. Jetzt aber erst einmal nehme ich das Geldfach her. Ja. Es geht ganz einfach, das schicken wir rein, bis es klickt. Ich hoffe, ihr habt das gehört, weil diese 2 Enden sind ein bisschen dehnbar. Ja. Die kann man ein bisschen auseinanderdrücken. Wenn man jetzt hier die Kreditkarten hier reinbringt, dann fixiert das quasi. Das heißt, es kann die Kreditkarte auch nicht rausfallen, wenn man dann später hier rumschüttelt. Jetzt bringe ich einmal kurz die anderen Karten hier rein. Einmal frei. Also, das war das erste Mal, dass ich jetzt überhaupt die Karten reinstecke. Ich bin mit den Systemen noch nicht vertraut. Und wenn man jetzt hierher schaut und schiebt, dann macht es am Schluss einen Klick. Hat man jetzt nicht gescheit gehört. Und ja, ich kann da raufhauen, wie ich will. Die Karte fällt hier nicht raus. Das war mein größtes Bedenken am Anfang, wo man gedacht hat, Mensch, wenn man es dann doch einmal aus der Hosentasche rausnimmt und schüttelt da rum oder was, oder fällt runter, dass dann hier die ganzen Karten herausfallen. Nein, ist es nicht der Fall. Ich halte jetzt nochmal so hierher und hau also wirklich volles Rohr drauf. Ihr seht es also hier, es passiert nichts. Eure Karten sind hier sicher drin. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Karten drin. Da kommen noch 2 dazu. Wenn man hier rein drückt, sieht man aber ganz deutlich, das funktioniert einwandfrei. Ja. Und da kommt dann jetzt noch hier der Blocker, die RFID. Blockkarte mit rein. So, jetzt ist es fertig. So schaut es dann von unten aus. Man kann also hier keine Daten für euch erkennen. Die Karten sind drin. Ja, und das ist also mehr als handlich, wenn ich da jetzt meinen alten Geldbeutel mal daneben hinstelle. Ja, also ich hoffe, ihr setzt das gescheit. Und von der Dicke her ist es ein bisschen dünner. Ja, das Wallet ist im Gegensatz zu dem wesentlich kleiner, und da ist jetzt auch alles drin, und da habe ich sogar Kleingeld drin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin absoluter Gegner von Bargeld, beziehungsweise was heißt Gegner, ich mag kein Bargeld. Ich zahle alles mit Karte, ich zahle alles mit Apple Watch und mit meinem iPhone, also beziehungsweise wenn ich in Urlaub bin, habe ich keinen Bock mehr auf solche Geldbeutel. Meine Frau, die hat so eine riesen Geldbörse, ich mag das überhaupt nicht, die kommt weg, die bekommt mein Nachwuchs jetzt dann zum Spielen. Nach dem Video werde ich das komplett alles ausräumen und werde also die Karten hier alle reinmachen. Und dann bekommt es mein Nachwuchs. Ja, wie gesagt, da ist jetzt eigentlich alles drin, was ich brauche. Ja. Man kann es hier quasi aufmachen, dann kann ich hier Kohle entnehmen. Ja, wenn man sieht, sind 5 Euro. Natürlich jetzt alles klar, das ist nur ein bisschen starr alles, weil es halt nicht mehr nagelneu ist. Und dann kann ich das Geld da wieder reinbringen. Es geht also genauso schnell wie bei einem anderen Geldbeutel quasi. Und dann das hier zumachen. Wenn ich jetzt an die Karten will, kann man deutlich sehen, jetzt zum Beispiel nehmen wir an, ich will jetzt ans Kleingeld. Ich hätte mir am Anfang gedacht, das geht schwerer, dann nehme ich den so in eine Hand und drücke einmal kräftig hier drauf. Schaut mal her, ich zeige euch das nochmal. Ich nehme es so in die Hand und drücke einmal kräftig hier drauf.
dann schiebt sich tatsächlich schon das Münzfach auf und ich habe dann Zugriff auf meine Münze. Seht ihr das? Und das finde ich wirklich toll. Also sagen wir mal so zwei 2-Euro-Stücke und zwei 1-Euro-Stücke passen da locker rein. Legt das dann wieder hier rein und schiebt dann meine Karten wieder vor. Zack, dann war's es. Bisschen hört man es. Halt's mal kurz ans Mikro. Ja, aber es ist trotzdem gut fixiertes Geld. Und je mehr Karten, das man dann drin hat, liegen hat in der Geldbörse, umso fester drückt es natürlich dann aufs Geldfach raus, rauf und dann hört man gar nichts mehr. Jetzt ein bisschen hört man es. Ja, ist klar, da haben jetzt diese Geldstücke, der Zugspitztaler drin und der Eurostück. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, super. Und wenn ich dann einzelne Kreditkarten brauche, kann man hier schon sehen, schickt man das so raus. Ja, da muss man natürlich dann aufpassen, damit man das Geldfach nicht aufmacht unten, dass da das nicht entgegenfällt. Das ist aber alles Übungssache. Wie gesagt, ich habe mit dem Teil null Erfahrung. Es ist zum ersten Mal, dass ich jetzt mit dem arbeite. Deswegen stelle ich mich vielleicht ein bisschen blöd an. Aber da kann man dann wirklich recht schön hergehen, schaut's her. Und kann man sich dann die einzelnen Karten so rausschieben und dann halt schauen, welche das ich brauche, die dann entnehmen, die anderen wieder reinschieben. Ja? Und auch hier wirklich immer wieder, es kann hier nichts rausfallen. Ja, dann nehme ich die Karte wieder und schiebe sie hier rein. Zack, dann macht es einmal klack, dann ist es hier und hier verriegelt. Dann kann also nichts rausfallen. Und dann am Schluss immer wieder den Blocker drauf machen. Und dann hat man also hier wirklich ein optimales Wallet. Eine, ja, wenn man so sagen kann, Mini-Goldbörse. Ja. Also die ist wirklich, das ist meine Handfläche. Ich habe eine ganz kleine Hand von Haus aus. Schaut euch einmal das an. Und dann nehme ich einmal doch noch mal kurz meinen anderen Portemonnaie her. Handfläche. Schon riesig, ja. Und dann die Wallet. Die ist schön, klein, handlich und kompakt. Ja, ich zeige euch das Video, vielleicht hat der ein oder andere auch von euch die Schnauze voll, dass er mit solchen riesen Geldbeuteln hier arbeitet. Mir hat es genervt. Gerade die Wohnmobil-Reiserei und wenn ich unterwegs bin, das Ding steckst du halt einfach in die Hosentasche oder hinten rein und dann hast du eigentlich alles dabei, was du brauchst, ja, inklusive Kleingeld. Man kann allerdings auch dieses Münzfach rausnehmen und weglassen, wenn man das nicht will, und dann seine Karten reinmachen. Ja, da passen natürlich mehr eine. Da passen jetzt in dem Fall in meinen Wallet in der Größe 12 Karten rein. Sieht man auch recht schön. Ja, ich hoffe, ihr seht es, was da hier noch Freiraum ist, was hier noch an Karten reinpassen würde. Ja, also es ist schon toll, muss ich sagen. Ich habe lange nach sowas gesucht. Wie gesagt, da gibt es noch einen iClip. Der hat jetzt mir in ein paar kleineren Punkten, muss ich sagen, nicht so entsprochen. Gott sei Dank bin ich dann über YouTube-Video tatsächlich auch über den CNAP von Slimpuro gekommen. Kann man hier nochmal sehen, steht es drauf, CNAP von Slimpuro. Ja, und ich muss sagen, genau das ist das, was ich gesucht habe. Ihr braucht auch keine Angst haben. Jetzt mal kurz haben wir es raus, dass da irgendwas ausreißen würde, sondern das ist anscheinend hier wirklich einmal um die Aluplatte hier drinnen verspannt. Ja, das heißt also, brauchst du keine Angst haben, dass das irgendwie ausreißen würde. Genau, da sieht man zwar jetzt nicht gescheit hin, aber es wirklich war auch so ein bisschen am Anfang meine Sorge, wenn das dann abreißt, aber hier kann man es ein bisschen sehen. Ja, das ist noch einmal innen drin rüber gemacht und das hält dann also schon wirklich gut her. Ja, ich werde allerdings das Ganze mit dem Münzfach verwenden, weil ja, ein bisschen Kleingeld braucht man immer, obwohl ich es hasse, die Münzen. Aber ein bisschen Kleingeld braucht man immer. Das kann man dann auch beliebig positionieren. So, dann ist wieder drin. Ja, wie gesagt, ein bisschen Übung hat man sich mit Sicherheit noch einen Tag eingewöhnt in dieses Wallet und dann habe ich endlich das Problem nicht mehr mit dieser Riesengeldbörse, die ich bis jetzt gehabt habe. Mit der konnte ich dann in Zukunft meinen Nachwuchs spülen. Ist auch nicht mehr die neueste. Genauso wollte ich es haben, klein, fein und alles quasi in einem Griff, bedienbar mit einer Hand. Da kann man dann quasi aus. Das schiebt sich natürlich jetzt ein bisschen schlechter, weil ich hier so ein ganz klebriges Klebeband drauf habe, damit ihr nicht meine ganzen Daten seht. Ja. Deswegen klebt das jetzt ein bisschen zusammen. Und später, wenn das Klebeband weg ist, ja, dann lasse ich das aus den Karten genau schieben. Ja. Und wie gesagt, rausfallen tut nichts. Wenn im Fall, dass da einer Bedenken hat, kann er also diesen Wallet wärmstens empfehlen für alle diejenigen, die wo die großen Geldbörsen hassen. Ja, jetzt habe ich euch mal das ein bisschen vorgestellt. Diesen kleinen Wallet hier kostet
die wichtigste Frage für 12 Karten, meine Version in dem Rot, habe ich bezahlt 54,99. Das ist immer mal wieder im Sale, das heißt, da kostet dann bloß 40 oder 49 Euro und die Version für 8 Karten kostet 39,99. Bedenkt immer dran, circa 2 bis 3 Karten müsst ihr verzichten, wenn ihr das Goldfach verwendet. Also ich verwende das Goldfach, ich bekomme im Endeffekt jetzt 8 Karten rein. Obwohl meine für 12 Karten ausgelegt ist. Ja, wie gesagt, das ist die Verpackung, ist auch eine schöne Geschenkverpackung. Hört es einmal hin, wenn ihr das vielleicht irgendwen zum Geburtstag schenken wollt oder zu Weihnachten oder was weiß ich, zu Ostern, dann ist das Ganze auch noch relativ schön verpackt. In so einer Art Geschenkverpackung. Die wandert bei mir ist dann allerdings in den Müll, weil brauche ich auch nicht. Ne? Ja, jetzt werde ich euch das ganze kleine Wallet nochmal ein bisschen im Detail vorstellen mit ein paar Aufnahmen. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen zu dem Teil habt, dann könnt ihr mir auf jeden Fall schreiben. Ich werde vielleicht in eineinhalb Jahren nochmal ein Resümee machen, wie er sich den macht, weil man muss das Ganze natürlich erst einmal benutzen, ja, oft hernehmen, dass man dann quasi sagen kann, okay, das Teil ist sehr Gold wert, das Teil ist haltbar. Aber ich habe mich da ein bisschen an die Rezessionen orientiert und habe mit einem YouTuber geschrieben, der das Teil schon längere Zeit im Einsatz hat und der sagt, das ist top. So, jetzt will ich das Video gar nicht länger in die Länge ziehen. Jetzt machen wir erstmal ein paar Detailaufnahmen und dann verabschiede ich mich schon wieder bei euch. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch was, macht es gut.